Der Hexenkessel von Mühlhausen, die Halle am Christianplatz, pickepacke voll zum Heimspiel gegen den TTC Schwalbeberg Neustadt. Daniel Habesohn gegen Paul Drinkhall, das ist das Duell, mit dem diese Partie begann. Zwei also ganz erfahrene Spieler gegeneinander, die ja unter anderem auch für den spektakulären Stil stehen, denn unter anderem Paul Drinkhall ist ja dafür bekannt, dass er da so aus der Halbdistanz immer wieder Topspin Rally. Lange Bälle spielt. Punkt geht an Paul Drinkhall. Und das sorgt eben entsprechend immer wieder auch für spektakuläre Rallyes. Und Drinkhall, der ging hier 2-0 Sätze in Führung zunächst. Danny Habesohn hatte seine liebe Mühe mit dem Engländer. Und hier hat Drinkhall ein bisschen Glück. Der Netzroller führt zum Punktgewinn. Entsprechend auch laut das Raunen in der Halle. Ja, und Drinkhall dann mit Matchbällen gewinnt hier gegen Danny Habesohn mit 3-1 Sätzen. Und damit die Gäste zunächst in Führung mit 1-0. Dann Steffen Mengel gegen Benedikt Duda. Sehr interessantes Duell. Super Punkt, super Ballwechsel am Ende zwischen diesen beiden Deutschen. Das bessere Ende für den Bergneustädter, der auf 2-4 verkürzen kann. Aber erster toller Ballwechsel hier. Und hier erwischt Benedikt Duda Steffen Mengel völlig auf dem falschen Fuß. Gucken wir auch nochmal in der Wiederholung uns an. Von Benedikt Duda bis zur Vollendung. Zieht hier in die Mitte. Steffen Mengel hatte mehr mit der tiefen Vorhand gerechnet. Ja, und den Satzball Nummer 1 wert. Steffen Mengel sehr, sehr gut ab. Und wir springen in den vierten Satz. Benedikt Duda 2-1 vorne. Und Steffen Mengel mit dem Publikum im Rücken kämpft sich nochmal ran. Wieder ein super Ballwechsel. Wird hier belohnt. Und wieder gewinnt Steffen Mengel diese tolle Rallye. Für den vollen Körpereinsatz. Es ging ganz, ganz eng zu, aber dann die Entscheidung. Im vierten Satz doch noch 13-11 dieses Spiel an Benedikt Duda. Und den nutzt er diesmal. Und damit jetzt schon 2-0 Führung für Schwalbeberg Neustadt. Dann Lubomir Jančarek gegen Alberto Mino. Und da sicherlich Jančarek der favorisierte Mann. Trotzdem Mino zunächst mit dem besseren Start. 6 Punkten. Ging 1-0 in Führung. Ja, und sehr, sehr gut antizipiert von Alberto Mino, wo Jančarek den Vorhand spielt. Und es sollte weiterhin eng bleiben. Hat sich früh dafür entschieden. Mino, und das auch sehr, sehr schön Punkt hier mit der Vorhand. Vom Ecuadorianer, 6-2 jetzt seine Führung. Hat sich deutlich gesteigert, finde ich. Führte dann 2-1 Sätze. Also Bergneustadt kurz schon vor der Entscheidung. Jančarek musste jetzt Nerven beweisen und das tat er. Schaffte es in den fünften Satz und führte dann 7-4. Der Punkt und hatte dann Matchbälle. 6 Stück und da geht gleich der erste durch. Der Anschluss wiederhergestellt aus Sicht des Post-SV Mühlhausen. Den ersten nutzt er gleich. Super Aufschlag. 11-4 also weiterhin gewinnt Lubomir alles Jančarek drin für die Heimmannschaft. Ovidiu Ionescu aber jetzt gegen Benedikt Duda. Super Tospin-Duell. Da ging Ionescu sehr, sehr viel Risiko, wollte den Ball ums Netz spielen. Und wieder so ein super Ballwechsel. Beide sehr, sehr aggressiv. Da wurden keine Gefangenen gemacht. Es ging nach vorne, auf Teufel komm raus. Schön Topspins gegengezogen. Diesmal schafft es Ionescu nicht, den Ball zum Laufen. Kriegt nicht mehr genug Druck hinter. Ebenfalls eine gute Serie von Duda.
Ionescu dann 2-1 vorne auf dem besten Weg hier, sein Team in das Schlussdoppel zu schicken. Lautstark, entsprechender Jubel hier. Hinten sehen Sie es auch, Südtribüne. Hier steht der vierte Mann von Ionescu. Wie immer wirklich tolle Stimmung in Mühlhausen. Und dann flog erstmal wieder das Dach weg, denn Ionescu schlägt hier Benedikt Duda und damit muss das Doppel die Entscheidung bringen. Ionescu Jancarik gegen Alberto Mino und Paul Drinkhall. Sicherlich jetzt der psychologische Vorteil bei Mühlhausen. Mit der Rückhand erfolgreich. Dazu diese heißblütigen Fans im Hintergrund. Ja, da wieder super gefischt hinten den Ball von Paul Winkel. 4-6. Die Beitführung. Und wir sehen schon links unten am Zwischenstand die beiden Mühlhäuser 2-0 Sätze vorne. Trotzdem natürlich versuchten die beiden aus Berg-Neustadt nochmal alles, um daran zu kommen. Super Rückhand. 12-11, aber dann im dritten Satz. Und dann war die Entscheidung gefallen. Mühlhausen gewinnt hier dieses Spiel vor prächtiger Kulisse mit 3-2 gegen Schwalbe-Berg-Neustadt. Wir haben nachgefragt bei den Trainern und Verantwortlichen. Die Kombination Jancarik Ionescu. Das war natürlich von Anfang an das erwartet schwierige Spiel. Berg-Neustadt, obwohl unsere Gäste vom TTC Schwalbe personelle Probleme hatten. Alvaro Rott ist nicht mit an Bord. Paul Drinkhall heute Nacht erst nach Deutschland wiedergekommen. Aber die Berg-Neustädter haben uns wirklich von Anfang an unglaublich gefordert. Haben uns am Anfang auch ein bisschen überfahren. Hätten mit Sicherheit auch die Möglichkeit gehabt, 3-0 hier in Mühlhausen zu gewinnen. Doch was unsere Mannschaft, alle Spieler, auch der Trainer natürlich und dann vor allem die grandiosen Fans, die ja abgerissen haben. Das war unglaublich. 0-2 in einen 3-2-Sieg gewandelt. Damit ist Platz 5 in der TDBL sicher. Das ist die beste Platzierung, die der BOSSV Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga jemals erreicht hat. Ja, die Emotionen in Worte zu fassen, fällt mir relativ schwer. Ich versuche das zu verarbeiten. Ich denke, aber das wird uns allen gemeinsam heute Abend noch gelingen. Wir werden sicherlich noch ein bisschen feiern und das tolle Ergebnis und diese unglaubliche Mannschaftsleistung einfach genießen. Ja, heute wäre Sieg schön gewesen. Alberto hat ein gutes Spiel gezeigt gegen Jancarik. Leider in den letzten zwei Sätzen haben wir jetzt auch keine Chance gehabt. Ionescu hat sehr gut gespielt heute, auch im Doppel. Mühlhausen verdient gewonnen heute, auch wenn wir 2-0 gespielt haben. Am Ende war es halt ein Stück besser und ja, ich denke, das Ergebnis geht so in Ordnung.